allein. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Half-Life, das Original hier auf Cut It Out. Von und mit dem Michael Freeman Cooper. Ja, ne, wir sind jetzt hier bei diesen, was auch immer, ne? Monster müssen wir jetzt töten. Aber bevor wir weitermachen, muss ich mal was testen, denn ich glaube, ihr kennt noch diese komischen Hackwesen. Ich habe da immer Granaten in die Mitte gehauen vom Loch, wo die immer rausgucken, ne? Aus der letzten, war das die letzte Folge, wo das Thumbnail so schön war, wo da eins von denen drauf war. Und dachte, die ziehen sich dann zurück. Aber nein, ich glaube, man muss in irgendeine Richtung eine Granate hauen und dann drehen die sich dahin. Ich wäre bekloppt, das funktioniert. Jo. Ne? Ich glaube, das bringt uns jetzt, ja, wie gesagt, nicht mehr viel, aber gut, gut. Dann auf, wenn es im Hintergrund ein bisschen rauscht. Sorry, ich muss hier die ganzen Buden auf, weil das ist scheiße warm heute, wenn ich es aufnehme. Aber ihr wisst ja. Erstmal speichern. Oh oh. Was ist das? Was ist das denn? Wo sind wir denn hier gelandet, Alter? Meine Dirty noch? Alter, fick dich. Boah. Bumst ja los, das Arschloch. Was ist das denn? Ist eine... Okay. So nie, mein Freund. 16. Was bist du? Okay. Ich kriege euch alle. Ihr alten kleinen Kackbratzen. Nett mit Dirty Harry hier. Ich sag's euch, so nett. Was zur Hölle? Was ist das? Ist hier, sind wir hier in einer Fabrik oder was? Und ihr Soldaten, die die in unser Universum schicken wollen? Ich hör's schon wieder so komisch knistern hier. Das ist nicht toll. Okay, komm wieder hoch. Okay, ihr wisst. Speichern ist alles. Okay, da können wir wahrscheinlich hoch. Kaputt.
Mistviecher schon wieder. Das ist ein Bug? Hä? Alter, ich dachte, das wäre ein Bug, aber... Okay. Okay, da komme ich... Alter, wollen wir das probieren? Wollen wir mal da rein? Oder nicht? Scheiße, was ist das? Ich will, die kommen sonst wo hier raus, aber ihr wisst, ich muss das probieren jetzt. Aber wir speichern natürlich ne? Zwischendurch. Na super, ich guck nach oben, komm. Jetzt teleportier mich doch mal. Anscheinend nicht. Na super. Wahrscheinlich. Ich guck mich bloß nochmal um, dass ich hier nichts verpasse. Das sind schöne Schwebedinger. Sieht schick aus. Ich glaube, wir gehen mal hier drauf. Mal sehen, wo uns die Kacke hier hinführt. Ich bringe jetzt Viech. Ich glaube, da komme ich nicht durch, ne? Da bin ich bestimmt tot. Ne. Muss ich aber hin? Das ist da irgendwie... Das Ding fährt wieder beiseite, ne? Naja. Wir machen mal wieder Speichern. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Na geil, wo bin ich da wieder hingeraten? In den Nüschel. Warte mal, ist meine Maus eigentlich schon eingestellt? Schnell ist, weil die springt man schon zu den Einstellungen. Okay. Das ist ein Arschloch. Elende Kackbratze. Alter. Was ist das denn? Wir hauen mal eine Granate hoch, oder? Vielleicht hilft das ja was. Okay, es hilft nichts. Wie viel? Entschuldigung, wie viel haben wir denn davon? 10. Ja, okay, ist jetzt nicht die Welt, würde ich sagen. Ja, es heilt mich. Verdammt. Ach, wie geil. Jetzt finde ich eher mal raus, was heilt. Okay, was so blau leuchtet. Das ist wie die Wasserdinger in dem Vorlevel. Das heilt mich. Ach, wie geil. Okay, Bombe. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Da wissen wir ja schon mal Bescheid. Ja. Na, die Klappe.
Alter, das war meine Waffe, ich bin schon erschrocken. Also wir müssen in den Ecken nachgucken. Da finden wir Sachen zum Healen. Das ist ganz geil. Okay. Hab mir jetzt kein Fan von solchen. Alter, wie habe ich denn gezielt gerade? Alter, ich habe das Gefühl, die Schwerkraft ist hier leichter. Wie geil ist das denn, oder? Okay, wir safen mal, weil wir einen Healpunkt gefunden haben. Wir haben so viele... Scheiße. Ich konnte mich nicht wegbewegen, sonst wäre ich runtergefallen. Aber unser Anzug hat doch geschützt. Ah, okay. Okay. Viel mehr habe ich jetzt nicht. Was ist das denn? Ah, okay. Okay, das ist wahrscheinlich ungesund. Ach, da. Kopf auf. Bleib da stehen. Alter. Noch mehr solche Viecher hier. Ja, wir sind hier in einer Fabrik. Outer Space. Wir sind hier. Sicherheitskontrollen durch. Scheiße. Oh, das ist giftig. Okay. Wir wissen Bescheid. Anzug ist so gut wie im Arsch. Wie ich solche Dinger liebe, wo du runterfallen kannst. Deswegen Spielspeicher. Okay, wir brauchen andere Waffen. Okay, das war dumm. Alter. Ich da noch ein Loch. Oder wie, was macht meine Dings so? 10. Ach, vergiss es. Ah, ich hab's nicht gesehen. Das sind. Boah, Fiktile. Arschloch. Okay. Komm mal. Alter. Ihr wisst. Ist gerade doppelt so anstrengend bei der Wärme hier. Meine Idee. Da steht doch bestimmt irgendjemand. Und mir direkt ins Gesicht kacke. Aber nicht mit mir, mein Junge. Ups. Okay, das war doof. Und? Ich hoffe, das hat ihn erwischt, aber weg weh ist, hat das bestimmt keiner erwischt wieder.
Ah, ich bin genau hin. Elende Kackbratzen, Ludi. Okay, wir haben zwar nicht viel Energie, aber ihr wisst ja. Ich bin der Überlebenskünstler. Ich muss daran denken, dass... Natürlich wieder abspeichern. Ihr wisst. Bescheid. Oh Gott, ich hab da einen Schuss. Eine geile Waffe. Jetzt natürlich ein nie aufgepasst. Ey, fickt euch. Ja. Okay, wieder mit der wenigen Energie sind wir hier. Halt die Klappe. Jo, nee, dann haben wir das da. Ah, nee. Nee, ich höre schon. Die alten Kackbratzen. Aber geht's denn hier weiter? Ah ja, nee, hier sind wir gewesen. Hier steht's zu. Natürlich. Muss ich hoch? Nee. Will ich auch schon mal?
Ei. Okay. Ja, ne? Aber da würde ich doch sagen, wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Schöner kleiner Cliffhanger. Ne? Und damit ihr hier dabei sein könnt, wäre es natürlich Endleser, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lassen würdet. Und dann natürlich auf das Glöckchen klicken, da verpasst ihr keine neue Folge jeden Mittwoch und Freitag hier auf Cut It Out. Und ansonsten sagt der Michael Cooper, wie immer, Ciao, Willi.